achieved with CryEngine 3. Ja, und damit ein Hallo und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zu diesem Let's Test. Ich freue mich gerade echt wie Sau. Wir spielen zusammen Arc Age. Und ja, wie gesagt, ich freue mich jetzt wie Sau. Ich habe einen Beta-Key gekriegt. Ich habe das Spiel nicht irgendwie gepreordert oder so, aber freue mich jetzt natürlich. Wir gehen hier auch auf diesen Planeten. Hier seht ihr, ein Charakter ist schon meine Tochter, hat nämlich auch schon gespielt, weil die genauso begeistert war wie ich. Und wir schauen jetzt aber auch mal rein, zusammen natürlich. Und werden wahrscheinlich mit der Charaktererschaffung mal anfangen. Ob. Ja gut, dann connecte mal. Das sieht irgendwie nicht gesund aus. Jetzt. Ja, es geht voran. Na? Ah, okay. Ja, da sind wir. Yay. Ja, wunderbar. Wir haben jetzt hier die Wahl. Schauen wir mal. Was haben wir denn? Die Nuyan-Allianz. Nuyans und Elfen haben das. Und die Harianer-Allianz. Das sind die Firan und Harani. Können sich anscheinend nicht leiden. Okay, das heißt, man muss da am Anfang schon mal ein bisschen wählen, ne? Was man da möchte. Wir, wie gesagt, starten jetzt hier ganz frisch und frei, blind hinein in das Abenteuer. Ich freue mich einfach sehr. Sehr, sehr, sozusagen. Und ich möchte gerne... Also wir können jetzt hier Nuyan... Also es sind normale Menschen anscheinend, ne? Ich möchte natürlich schon einen weiblichen Charakter. Ja, hot, hot, ne? Hot, hot, kleine Lady. Oder Elben. Ah, ja, halt eine Elbe, ne? Ohne BH. Ihre Brüste wackeln. Firan. Oh, was haben wir hier? Oh, es braucht etwas, das Bild sich aufzubauen. Okay, jetzt. Ah, das finde ich schön. Also katzenartig, ne? Das ist ganz cool. Kann man hier ran scrollen? Nee. Ah, die Öhrchen sind niedlich, gell? Oder die Harani. Ja, da fehlen noch die Klamotten. Okay. Also, man muss dazu sagen, es ist jetzt ganz frisch von der Alpha in die Closed Beta gegangen. Also, wie ihr seht jetzt hier eine Closed Beta-Version, die selbstverständlich noch nicht final ist. Ne? Das, ach Gott, nett. Das wird auch ein bisschen dauern noch. Und wir gucken jetzt hier wirklich rein. Also da sollte man vielleicht dann einfach Rücksicht drauf nehmen. So, jetzt fangen wir aber mal an. Vorgefertigt wollen wir nicht. Wir möchten das alles selber machen. Jetzt können wir hier Augen aussuchen. Okay. Gott, das ist ja nett. Okay. Ah, und jetzt können wir hier nämlich, und das ist was, das hat meine Tochter total vom Stuhl geflasht, deswegen, nur deswegen hat sie es übrigens überhaupt gespielt, ne? Also das muss man dazu sagen, weil diese Charaktererschaffung, guckt euch das an, also ich kann hier die Augengröße, so schon, so, ne? Man kann hier wirklich alles einstellen, die Breite, ach so, guck mal, ach, das ist ja nett, okay. Wie sehr die Lider geschlossen sind. So vielleicht, ne? So. Achso, das ist, wie schräg die sein sollen. So. Vertikale Position. Achso, wie weit die oben oder unten sein sollen. Okay. Ja, das passt schon so, glaube ich. Was haben wir hier? Achso, wie weit die auseinander sein sollen. Okay, dann machen wir das so. Ja, das passt, glaube ich. Ach so, und die Augentiefe müsste dann ja... Ja, naja, das ist aber so schon okay. Sehr niedlich. Okay, was ist jetzt die äußere... Ah, das sind die äußeren... Ja, hier außen am Auge. Guck mal, ist das genial oder was? Ey, ist das toll? Okay, und jetzt innen können wir das Ganze auch einstellen fürs innere Auge. Guck mal. So vielleicht, ne? Ich finde es, wenn man... Ach so, das ist die, ja, so. Wenn man einen Charakter schon so, ja, einstellen kann, ne? Also so fein einstellen kann einfach, dann finde ich, ist es schon...
Ja, man bekommt da einfach einen anderen Bezug zu seinem Charakter. Also das finde ich schon eine ganz wertvolle Sache. Ach, das ist die Pupillengröße. Oh Gott, oh Gott. Ja, so. Ach so, links oder rechts. Ach nee, oh Gott, nee. Schielen brauchst du nicht, Maus. Okay, nee, da kann sie schon so. Was haben wir hier? Dann die Augenbrauenhöhe. Ja, so vielleicht, ne? Die Brauentiefe, da müssen wir sie wieder mal so ein bisschen schieben. Naja, so passt schon. Die Wimpernlänge. Ja, lange Wimpern sind schön. Okay. Dann haben wir noch die... Ach so, wie weit die Brauen so auseinander sein sollen. So, okay, damit würde ich sagen, haben wir die Augenform schon mal ausgewählt. Ne? Ja. So, jetzt wählen wir noch ein Näschen. Was gibt es denn für vorgefertigte Näschen? Näschen müssen wir sowieso gleich mal ein bisschen gucken von der... Ja, die hier finde ich ganz nett. Von der Seite, ne? Im Profil. Ja, guck mal, da sage ich, die finde ich ganz nett. Und dann ist die so... Ach, guck mal, das müssen wir von vorne schauen. Oh, nee. Oh je, so. Okay, die Nasenlänge. Ja, so ist... Es hat ja doch eher so ein bisschen was... So, ne? So was Katzenartiges, oder? Finde ich. Ist das schon besser? Die Nasenhöhe. Ach so, nee. Da, ja, so passt das schon. Ach so, das ist die Nasenspitze. Die Breite der Nasenspitze kann man hier einstellen. Finde ich so ganz gut. Und dann den... unten den... Wie heißt denn das eigentlich? Ist ja nicht der Nasenflügel, ne? Septum. Ja, okay. Die Biegung des der Nasenspitze. Guck mal, nach oben oder nach unten. Das kann schon so ein bisschen... Ja, vielleicht nicht ganz so extrem, aber so ein bisschen so. Ja, das ist niedlich. Okay. Was haben wir hier denn? Da, die Nasenflügel. Ganz schmal oder ganz weit? Also ich glaube, da nehmen wir auch mal so eine Mitte. Ach so, wie weit die auseinander sind, das finde ich so schon ganz gut. Okay. Change all. Ach so, das ist hier der... Ah, da oben der Nasenrücken. So, nee, so ist schon gut. Okay, dann der Mund. So, was gibt's denn für vorgefertigte Münder? Oh, die sieht aber traurig aus. Ein bisschen deprimiert, ne? Ja, das ist ein bisschen Überbissmädel. Ach Gott, nee. Ha, gefällt mir jetzt alles nicht so, wa? So, okay. Lächel mal. Da machen wir das Lächeln mal aus. Okay. Sehr schön. Ups. Ja, dann nehmen wir so, glaube ich. Wie hoch der Mund sein soll. Nee, das passt so, glaube ich, schon. Ach so, das ist, wie weit der Mund rausgucken soll. Ja, das ist aber ja so, glaube ich, ne? So. Okay. Der Überbiss. Ja, das muss schon so, okay. Nee. Hä? Aber so hat sie doch keinen Überbiss, oder? Wir gucken mal noch weiter. Dann. Was ist das denn? Das muss das in der Mitte. Ach so, das ist das in der Mitte, der. Okay. Ah, oh. Nee, das wollen wir so nicht. Also, und das ist das Maximum an Lächeln. Na, das ist ja mal nicht viel, wa? Okay. Okay. Ach so, dann hängt die da so rüber, oder was? Das sieht ja merkwürdig aus hier.
Aha. Aber man kann hier irgendwo, warte mal, kann man hier nicht die... Mal, guck mal, die sind so... wir haben Fangzähne, guck mal. Oh, das ist ja gefährlich. Fangzähne, okay. Okay. Okay, wir machen jetzt mal die Lippen hier noch. Aber ich hätte gerne die Oberlippen eigentlich... Also die Oberlippe gefällt mir halt irgendwie noch nicht so ganz, ne? Das finde ich irgendwie noch nicht so toll. Ha, da bin ich irgendwie nicht so ganz zufrieden mit bisher. Also ist jetzt nicht ganz schrecklich, aber... Da müssen wir mal gucken. Aber vielleicht liegt das auch daran, dass man die hier vielleicht... Ja, so, genau, dass die beiden Lippen nicht zusammengepasst haben. So gefällt es mir, so ist es okay. Die Eckenmuskulaturen, okay. Ah, da kann man... Ah, wie weit der Mund offen sein soll, perfekt. Ja, so ist doch niedlich. Das passt, okay, dann können wir hier jetzt auch nochmal... das ein bisschen mehr Volumen wieder reingeben, ne? Also, okay, ja, dann passt's. Ah, da kann man dann, wie weit das auseinander sein soll, ja. So, ja, so ist doch nett hier, lächel mal. das sieht nett aus, okay. Ja, dann würde ich sagen... Kannst du auch mit Fangzähnen lächeln? Ja, aber man gerade so, ne? Die soll man da vielleicht nicht sehen. So. Ja, passt für mich. Ja, dann machen wir mal den Kopf. Ah, das ist, kann man der nicht mal irgendwie eine Glatze kurz machen oder so? Ich finde, dann sieht man die Kopfform immer ein bisschen besser. Nee, geht nicht. Okay, dann machen wir jetzt so. Okay, nee, das darf schon so ein bisschen... Naja, vielleicht nicht ganz schmal. Ah, das sind da oben die. Okay. Okay. Ah, okay. Na, so. Ja. So, passt schon. Also, okay, das ist... Und was ist das hier? Kann ich da nicht oben sehen? Ach so, die Weite. Ah, ja. So. Okay. Was macht das mit dem Kinn? Jetzt müssen wir nochmal gucken hier. Ah, das ist... Ah, ja, ich sehe schon. So, ja, dann lassen wir das so. Die Kinnlänge. So, ne? So ist, glaube ich, passt es. Okay. Der ganze Unter... Ah, da kann man dann... Ah, guck mal. Da kann man uns einen Oger bauen oder so. Nee, so passt schon. Man, wir wollen ja nicht gleich jedem unsere Zähne zeigen hier. So, was haben wir hier? Ah, das ist die Kinnbreite. Okay. Ah, das ist das A unten. Okay. Das sind die Wangenknochen. Ja, das lassen wir so. Ja, das sieht doch ganz nett aus. Ach Gott, nee, so noch nicht. So, wa? Darf ruhig schon so ein... Soll ja nicht so aussehen, als ob sie Hunger hat, ne? Soll aber schon noch so irgendwie so ein bisschen was... So Katzenartiges haben, wisst ihr? Ohrengröße. Ach Gott, ach Gott. entweder nehmen wir jetzt so kleine süße Öhrchen oder wir nehmen Riesenohren.
so aufgestellt. Guck mal, wenn wir dann ein bisschen... So, aber dann die ein bisschen so. Nee, so ganz runterhängen ja nicht, ne? So vielleicht. So ist ganz süß, finde ich. So. Ja, so gefallen mir die Öhrchen. Okay. Alles klar, damit hätten wir den Kopf soweit fertig. Jetzt fehlen noch die Frisuren und Farben und überhaupt und sowieso. Und ja, das müssen wir natürlich auch noch machen. Das machen wir jetzt natürlich auch noch in diesem Part hier. Also wir werden in dem Part einfach ein bisschen Überlänge haben, weil die Charaktererschaffung schlicht und ergreifend sehr, sehr vielfältig ist. Ach, guck mal, wie nett das ausschaut. Das ist ja süß. Ne, das gefällt mir nicht so. Das gefällt mir auch nicht so. Was ist das denn für eine Palme hier? Nee, mit so einer Palme auf dem Kopf will ich aber nicht rumlaufen. Ha, die haben nur diese Rasterzöpfe hauptsächlich, ne? Das finde ich halt ein bisschen schade. Ach, das ist ganz nett. Das sieht ganz gut aus, ne? So, mit dem eingeflochtenen Haar. Oh, das ist auch niedlich. Das gefällt mir halt auch. Das schaut auch süß. Aber, nee, ich glaube, ich nehme das. Und dann muss das aber ja irgendwie zur Fellfarbe passen, oder nicht? Also das sieht ja sonst schon ein bisschen merkwürdig aus. Das ist auch nicht irgendwie noch nicht... Das könnte es fast sein hier. So. Schade, kann man die... Ah, warte mal. Man kann bestimmt... Ha... Ich wollte gerade sagen, man kann das bestimmt einstellen. So, dann machen wir jetzt unsere Fellfarbe erstmal. Ha, was nehmen wir denn da? Eher so was Graues oder... Oh, weiß ist doch cool. Oh, wie cool. Gepunktet? Oder so... Oder geteasert. Das sieht dann eher aus wie ein Zebra als wie eine Katze, ne? So vielleicht? Glaub so und daraufhin stimmen wir jetzt unsere Haare ab. So. Ach, schwere Geburt, ich sag es euch. Könnten wir natürlich auch was ganz Exotisches irgendwie nehmen. Ja, grün, ne? Sind wir auf alle Fälle vollends getarnt. Wenn wir da nicht auffallen, dann weiß ich es auch nicht. Schade. Gibt es echt irgendwie... Also ich nehme die Frisur auf jeden Fall. Die finde ich niedlich. Also nehmen wir ein ganz dunkles Lila. Finde ich ja ganz cool. Oder wir nehmen hier so ein... So ein Rotton ist eigentlich auch ganz cool, oder? Nehmen wir das hier. So, nein. Ach, ich weiß es nicht. Ach, Menno. Machen wir den Pink jetzt. Aus die Maus, Ende. So, Augen. Dann müssen wir wieder ran hier. Also, das sind die Augenbrauen. Okay, ah, da können wir dann noch Farbe aussuchen auch. Okay. Hahaha. Ja, die Farbe treffe ich ja im Leben nicht, ne? Meine Haarfarbe, wie soll ich das denn machen? Müssen wir schwarz nehmen. Das ist ganz süß. Ja, das nehmen wir auch. Okay. So, jetzt die Augenfarbe. Ja, pink sieht ja ein bisschen gefährlich aus, oder? Blau möchte ich aber auch nicht. Wie wäre es mit so Türkis? Ja, das finde ich ganz cool. Okay, was haben wir denn jetzt noch? Style. Oh ja, give me Make-up. Okay. Okay. Nee, das finde ich nicht gut. Das ist so ohne oder mit ganz bisschen... Ah, das ist so ein bisschen...
Hat sie dann Kajal dran. Der fehlt hier. Achso, das ist ein blaues Auge. Nee, ich will mich ja nicht verprügeln. Nee, so nun nicht hier. Was haben wir denn hier noch? Okay. Nee, das gefällt mir auch nicht so. Schade, dass das orange ist, ne? Also ich finde das so von der Schminke her schon ganz cool, aber doch nicht in orange, bitte. Also wirklich nicht. Dann lieber so. Nee, dann sieht sie aus wie eine Kalkwand. Das finde ich auch blöd. Ach Mensch. Nehme ich das? Ja, ich nehme das. Okay, dann die Lippenfarbe. Ja, das kann man so schon fast nehmen, wa? Ja. Naja, ja, so passt, glaube ich. Okay. Ja, Haut haben wir jetzt ja schon. Ach so, und dann kann man hier Alterslinien aussuchen. Guck mal. Das finde ich zum Beispiel, das finde ich total cool, weil man sonst in so Spielen, also man kann ja immer nur junge Charaktere erstellen, ne? Also da brauchen wir uns ja nur nichts vormachen. Und ich finde das total toll, dass man hier die Möglichkeit hat, einen alten Charakter zu machen, wenn man es denn möchte. Man muss man ja nicht, ne? Man kann ja auch die strahlende Jugend weiterhin verkörpern. Aber man hat die Möglichkeit, sich auch etwas älter zu machen. Und das finde ich ganz cool. Okay, was haben wir denn jetzt noch? Select Paint. Ach Gott, Kringel im Gesicht. Ja, nee. Okay. Ach, das ist da so ein Muttermal oder so. Okay. Ah, und das ist da unten. Ein Muttermal. Ja, sicher. Ich male mir auch noch so eine Katzenhaare ins Gesicht. Mache ich immer so. Das, finde ich total toll. Warum sollte ich mir das ins Gesicht malen? Das verstehe ich nicht. Okay. Okay. Alles klar. Okay. Na, das gibt es ja bunte, wüste Sachen, wa? Ich sag es euch. Also, wenn man... Ach, das ist ja niedlich. Aber wenn man da nichts findet, dann weiß ich es auch nicht. Dann ist einem, glaube ich, nicht mehr zu helfen. Gott. Okay. Also, ich meine, auf alle Fälle ist die Wahrscheinlichkeit, dass man einen Charakter findet, der genauso aussieht wie man selber. Also, ich mache das mal aus, das lasse ich weg. Sehr unwahrscheinlich, ne? Ach Gott, ja. Jetzt können wir hier natürlich noch... Können uns noch eine Narbe ins Gesicht machen. Ach, und die können wir auch hier... Guck mal, die können wir hier frei versetzen. Ach du meine Güte. Ja, da ist uns wohl wehgetan worden. Da, Kratzer im Gesicht und so. Aber auch das lassen wir weg. Ne, wir sind ja... Hübsche Wesenheiten hier. Guck mal. So, und ich würde sagen, tatsächlich, wir machen jetzt an dieser Stelle einen Break, oder? Das können wir, glaube ich, machen. Und wählen dann unser Skillset im nächsten Part aus. Ja, danke jetzt fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr freut euch auch so ein bisschen. Das werden bestimmt mehr wie 3 Teile werden, denke ich. Also ein bisschen was reinschnuppern möchte ich da ja schon. Und ja, ich hoffe, ihr seid dann nächstes Mal auch wieder mit dabei, wenn es wieder heißt Arc Age. Wir testen eine Runde. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit und sagt ciao, ciao.